Wir haben es leider nicht geschafft, kurze, prägnante Sätze zu formulieren. Das ist jetzt meine Schwierigkeit, dass ich das irgendwie hinkriegen muss. Also was uns deutlich wurde, es braucht klare Strukturen an Schule, auch in Rahmenlehrplänen, die von oben herab, also top-down, deutlich werden, dass Cannabisprävention an Schule mehr Raum bekommt. Was uns auch wichtig ist, dass es viele Ressourcen gibt. Da war der Gedanke, es wird bei Repression eingespart und es wird bei Verkauf Geld verdient. Klar auch zu fordern, dass Geld aus der Legalisierung, was generiert wird, in die Prävention geht, am besten auch prozentual. Und dass es viel Lobbyarbeit braucht, dass an Schule dann eben auch was passieren kann. Was uns noch aufgefallen ist, dass es gute, evaluierte, im besten Fall Materialien braucht oder Materialien, die es schon gibt, die zu evaluieren und die dann eben auch flächendeckend in die Welt zu schicken, dass sie an Schule eingesetzt werden können und wo Lehrerinnen und Lehrer schnell loslegen können. Was uns dabei wichtig war, ist, dass es weiterhin natürlich Dinge sind, die den Lebenskompetenzansatz verfolgen und dass es im besten Fall auch jahrgangsübergreifend stattfinden soll. So, und das hoffe ich, fasst jetzt ein bisschen in Schnelle das zusammen, was wir zusammengetragen haben. Meine Kollegin hat jetzt nebenbei die Statements, die wir aus dem Workshop zugeschickt bekommen haben, aufgeschrieben. Genau, das spiegelt ja das wieder, was Sie gesagt haben, Herr Wischniewski. Strukturen aufbauen, um abgestimmt und transparent über alle Jahrgänge hinweg zu arbeiten und Lebenskompetenzansätze zu verfolgen. Das hatten Sie ja im zweiten Teil kurz ausgeführt. Genauso wichtig ist natürlich auch, dass die finanziellen Ressourcen, die durch die Einnahmen in der Abgabe von Cannabis eingenommen werden, eben letztlich dann auch in der Prävention in den Schulen landen. Ich hoffe, ich habe das auch nochmal zusammengefasst. Lydia aus dem Workshop, du hast noch was beizutragen. Ja, gerne auch ergänzen, nicht nur finanzielle, auch personelle Ressourcen. Und ich wusste, also wir haben ja auch ein Padlet und wir haben wirklich ganz viele tolle Dinge zusammengetragen und ich wusste, es wird die Schwierigkeit werden, das auf zwei zu beschränken. Und vielen Dank, Herr Wischniewski, dass Sie das für uns getan haben, hier das Statement oder die Statements vorzustellen. Genau, das wollte ich nur kurz ergänzen, dass Geld alleine macht ja nicht glücklich. Vielen Dank, Lydia. Ich würde dann direkt weitergehen zum Workshop Nummer 2, Cannabis und Jugendarbeit bzw. Freizeit zwischen Akzeptanz und Orientierung. Wen darf ich da ans Mikrofon bitten, um einmal die Statements zu teilen? Das werde ich machen, liebe Corinna. Also Marc. Lieber Marc, hi. Hallo. Wir hatten auch eine sehr kurzweilige Zeit in den Workshops, in beiden Workshops und dabei auch vielfältige Themen. Also in der Summe ging es halt um Haltung. Und eben auch, was Teams brauchen, um Haltungen zu entwickeln, durch präventive Haltung auch im Kontakt mit den Jugendlichen, auch die Beziehungsarbeit, die betroffen ist. Auch Vernetzung war ein Thema, Vernetzungswünsche. Dann aber auch, dass sich ganz klar gezeigt hat, zwei Dinge sind im Vordergrund und das wären auch Dinge, die wir jetzt hier als Statement aufnehmen möchten. Und zwar zum einen eben Handlungskompetenz ist ein wichtiges Feld. Wir haben gesehen, dass viele von dem Thema in ihrer Arbeit betroffen sind, aber eben nicht alle oder auch noch nicht mal die Hälfte sich wirklich sicher fühlten im Umgang damit. Und somit würden wir formulieren, dass, und das hatte ich hier aufgeschrieben, dass es Qualifikationen für Mitarbeiter der Jugendhilfe gegebenenfalls schon in der Ausbildung braucht, um qualifizierte Cannabisprävention in der Jugendarbeit durchführen zu können. Das war ein Wunsch und auch da können ja Themen wie Haltung, Kommunikation mitschwingen. Und ich sehe dich jetzt gerade nicht, weil ich auf dem anderen Kanal bin. Hast du das schon erfasst? Kann ich mit der zweiten? Genau, wir haben erste Statements-Qualifikation für Mitarbeiter der Jugendhilfe gegebenenfalls schon in der Ausbildung. Da fehlt wahrscheinlich noch ein kurzes Wort einbringen, um qualifizierte Cannabisprävention in der Jugendarbeit durchführen zu können. Zauberhaft, Dankeschön. und dann eben der zweite Aspekt, der immer wieder aufkam, um auch Handlungssicherheit und klare strukturelle Bedingungen zu schaffen. Im Rahmen einer Cannabisregulierung muss der Jugendschutz konsequent gedacht werden, auch hinsichtlich der Erreichbarkeit bereits konsumierender Jugendlicher. Und es braucht klare gesetzliche Rahmenbedingungen.
Das war ein Konsens, das poppte immer mal wieder auf. Genau, also konsequente und klare Rahmenbedingungen schaffen ist, denke ich, auch etwas, wo ein Großteil der Teilnehmenden nickt und sagt, ja, das ist absolut essentiell auch für die Cannabisprävention. Wunderbar, das sind auf jeden Fall schon 4 sehr interessante und wichtige Statements. Da bin ich Ihnen schon sehr dankbar, was Sie in den Workshops erarbeitet haben. Nun möchten wir auf den nächsten Workshop schauen, Cannabis und Gesellschaft, auf die Haltung kommt es an. Wer möchte da die entwickelten Statements einmal kurz nennen und vorstellen? Gerne auch die Hand heben, also diese virtuelle Hand bei Reaktionen, dann poppen Sie direkt oben in der Liste auf. Corinna, ich frage mal ganz kurz, Uwe Fischer, Uwe, würdest du das vorstellen? Wir haben uns einfach nicht mehr geschafft, das zu verabreden. War zu kurz. Ja. Danke. Ja, ich mache das gern. Wir haben ja bis zum Anschlag gearbeitet. Vielen Dank. Ich muss mal kurz gucken, wo sehe ich jetzt unser Padlet? Grr. Das kannst du dir im Browser extra aufmachen, Uwe, mit dem Link. Warte ich. Sonst, Herr Fischer, ich glaube, Sie hatten uns ja die... Jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. Ich sehe zwar jetzt niemand mehr von der Fachtagung, aber ich sehe unser Padlet. ja, die gesellschaftliche Haltung. Ja, das war natürlich viel zu wenig Zeit für alle Meinungen, aber wir haben uns auf 2 relevante Aussagen verständigt, die wir hier anhängen wollen. Erstens, es braucht die Steuereinnahmen aus dem Verkauf, um in einem Präventionsfonds die Mittel zielgerichtet in die Prävention geben zu können. Und es sollte ein geregelter Teil direkt zweckgerichtet für die Prävention von Cannabis, Alkohol und Tabak gehen. Also das nicht nur auf Cannabis bezogen, sondern auch auf die anderen weit verbreiteten Drogen. Und nochmal der dringende Hinweis, die Fehler des Präventionsgesetzes sollten nicht wiederholt werden. Wo also die Krankenkassen sich das an Land gezogen haben und das für die Fachleute aus der Suchtprävention äußerst schwierig ist, da irgendwie an diesen Topf ranzukommen. Der zweite Punkt ist, dass wir die Gründung eines interdisziplinären Expertinnenbeirats befürworten, der sich zusammensetzen soll aus der Suchtprävention, aus der Suchthilfe, aus der Justiz, aus der Polizei, aus dem Gesundheitsbereich, die dann die Regierung und die Gesundheitsverwaltung bei der Umsetzung der geplanten regulierten Abgabe von Cannabis fachlich berät. Auch mit dem starken Hinweis, dass es einen guten Mix aus Verhältnis- und Verhaltensprävention braucht. Also wir können nicht einfach nur eine Verhältnisprävention machen und dann denken, das Ding läuft schon, sondern wichtig sind auch die ganzen Bereiche der Verhaltensprävention. Und da sind wir dann wieder bei universeller Prävention, beginnend vom Kindergarten, Grundschule im Lebenskompetenzbereich bis hin zu den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, wo es bis zur Konsum- und Risikokompetenz geht. Das sind so 2 ausgewählte Punkte beim Thema Gesamtgesellschaft. Wichtig ist die klare Haltung, klare Aussagen und dass die aus möglichst allen Kanälen, die auf dem Tätigkeitsfeld tätig sind, auch einheitlich sind und nicht der eine was behauptet, was der andere abstreitet. Danke. Vielen Dank, Herr Fischer. Ja, das sind auf jeden Fall auch Punkte, die wir jetzt schon teilweise angeschnitten hatten. In den anderen Workshops ist natürlich auch ganz schön zu sehen, dass es einfach in vielen Aspekten der verschiedenen Lebensbereiche einfach ähnliche Statements und Forderungen gibt, die wichtig sind für die Cannabisprävention. Und Sie hatten ja eben auch schon den Zeitaspekt ein wenig angesprochen. Wir werden heute natürlich nicht das Thema Cannabisprävention komplett abschließen können. Der Herr Jens Kalke hatte das ja auch schon unter anderem angesprochen, dass das noch viel Zeit brauchen wird, um da Maßnahmen durchsetzen zu können, beispielsweise. Wir haben insgesamt 4 Workshops gehabt. Als letztes darf ich dementsprechend dann den Workshop Cannabis und Abhängigkeit, Interventions- und Therapiemöglichkeiten ans Mikrofon bitten. Frau König, Sie melden sich und möchten bestimmt ein Statement vorstellen aus der Runde.
Genau, ich fange einfach mal mit dem an, was wir zu dessen Schluss wir gekommen sind. Und zwar, dass es in der praktischen Arbeit eben auf jeden Fall ausreichend finanzielle Mittel benötigt, um eben auch verschiedene Präventionsprojekte umsetzen zu können. Dann aber auch die Zeit für die Umsetzung, also dass es gerade beispielsweise im schulischen Kontext eben auch Zeit dafür eingeräumt werden muss, diese umzusetzen. Wir hatten noch den Punkt der Verstetigung, also dass es eben auch wichtig ist, verschiedene Projekte in verschiedenen Jahrgängen eben auch zu wiederholen und auch immer wieder eben umsetzen zu können in Kooperation mit den Schulen. Und dass es auf jeden Fall eine schnelle Möglichkeit geben muss, auch zu reagieren. Also gerade bei akutem Bedarf, sowohl bei der Therapie als auch bei der Beratung, da eben dann auch handeln zu können und dafür eben die Vernetzung zu benötigen zu anderen Präventionsstellen, zu anderen Fachkräften. Und eben auch die Elternarbeit, die da im Fokus steht, gerade bei Jugendlichen eben mit den Eltern zu sprechen, diese auch aufzuklären und da einfach in Kontakt zu bleiben. Vielen Dank, Frau König. Frau Spohr hatte ja eben schon angekündigt, dass noch eine zweite Person das zweite Statement vorstellen wird. Ja, bitte, Frau Fahler. Ja, genau. Also wir wünschen uns mit Blick auf die kontrollierte Abgabe, dass nochmal verstärkt die Erwachsenen, also Fachkräfte, Eltern, Umfeld von Jugendlichen aufgeklärt werden, bezogen auf zum Beispiel den Unterschied zwischen Konsum von Erwachsenen und Konsum von Jugendlichen. Also wir dachten speziell, ne, es gibt ja ganz sensible Phasen im Kinder- und Jugendalter, wo das THC nochmal ganz andere Risiken hat und Folgeschäden verursacht, als wenn ich vielleicht ähnliche Mengen im Erwachsenenalter konsumiere. Und das so ein bisschen unsere Sorge war in der Gruppendiskussion, dass durch die kontrollierte Abgabe von Cannabis jetzt für Volljährige dann das zu einer weiteren Bagatellisierung beiträgt, dass die Erwachsenen, eine Kollegin in der Diskussion meinte, sie arbeitet in der Suchtberatung und hat jetzt schon den Eindruck, dass viele Erwachsene, sogar auch Fachkräfte, Cannabis als eher harmlos einschätzen im Vergleich zu zum Beispiel Crystal Meth und anderen Drogen und das immer aufgrund ihrer eigenen Erfahrung argumentieren oder eigener Meinungen und dass wir denken, ein sachlicher, differenzierter Blick auf Cannabis ist weiterhin wichtig und vielleicht besonders wichtig, auch wenn es jetzt kontrollierte Abgabe gibt. Und ein zweiter Punkt war auch noch, was ja unser Schweizer Kollege Urs auch meinte, dass es wirklich wichtig ist, in der Umsetzung zu gucken, dass der Staat diese Kontrolle darauf behält und dass es quasi nicht so eine weitere, das hat uns auch beschäftigt, eine weitere Ware wird und quasi dann fast überall erhältlich angeboten wird. Genau, das waren so unsere Gedanken. Vielen Dank auch an Sie, Frau Fahler. Ja, das ist wirklich schön, was Sie erarbeitet haben. Es sind wahnsinnig viele wichtige Statements. Man merkt, dass hier ganz viele Personen involviert waren, die eine wahnsinnige Kompetenz mitbringen, die sich mit dem Thema tagtäglich teilweise auseinandersetzen. Wir haben viele Punkte hier gesammelt in dem Padlet von finanzielle Mittel über das Thema Lebenskompetenzen, Qualifikation von Fachkräften, Aufklärung, nachhaltige Suchtprävention. Wie gesagt, das ist alles erstmal nur ein Aufschlag. Sie werden diese Statements natürlich im Nachhinein auch zur Verfügung gestellt bekommen. Und ich hoffe, dass Ihnen der Austausch in den Workshops auch Freude bereitet hat und vielleicht auch nochmal neue Anstöße gegeben hat, sie auch die Möglichkeit hatten, sich nochmal zu vernetzen. Und wir sind gespannt, was da noch im Nachhinein alles passieren wird. Wir sind quasi schon fast am Ende unserer Veranstaltung damit. Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, wie viele Menschen sich heute, wie gesagt, angemeldet haben und jetzt auch noch da sind. Da meine Chefin, Frau Anke Timm, die Ehre haben wird, die letzten Worte an Sie richten zu dürfen, werde ich mich gleich schon von Ihnen verabschieden. Ich möchte Sie nur noch ganz kurz um einen letzten Gefallen bitten. Und zwar nach der Veranstaltung bitte nicht sofort den Computer ausmachen und sich in den Feierabend verabschieden, sondern bitte, bitte nehmen Sie sich noch 1-2 Minuten Zeit, an unserer Evaluation teilzunehmen. Sie werden das wahrscheinlich von Ihren eigenen Veranstaltungen auch kennen. Wir sind natürlich daran interessiert, uns stetig zu verbessern. Das gilt natürlich auch für solche Veranstaltungen wie die heutige Fachtagung. Dementsprechend bitte nach Ende der Veranstaltung noch mal kurz auf unsere Evaluation gehen und sich da durchklicken. Es geht auch ganz schnell. Versprochen. Und damit verabschiede ich mich schon von Ihnen und darf das Wort übergeben an meine Geschäftsführung. Anke Timm, bitte, liebe Anke. Zunächst einen riesengroßen Dank an alle, die noch bis zum Schluss geblieben sind. Auch an dich, liebe Corinna.
Dankeschön, dass du uns so durch die Fachtagung heute moderiert hast. Das war sehr angenehm. Der Link für die Evaluation ist im Chat. Ich weiß nicht, ob das Corinna eben schon gesagt hatte, nochmal für alle, dann da drin zu finden. Ich glaube, heute ist ganz deutlich geworden, dass Cannabis-Regulierung eine riesen Spannbreite hat, das Thema, und viel größer ist als nur die Diskussionen um die Einrichtung einer Abgabestelle, in welchem Maße das passieren soll. Wir haben viele interessante Beiträge gehört. In den Workshops hat ein reger Fachaustausch stattgefunden, auch einige kleine kontroverse Diskussionen. Und ich denke, dass das wirklich ein ganz toller Auftakt gewesen ist heute für ja, eine weitere Diskussion, für die Erarbeitung eines Cannabis-Kontrollgesetzes, auch wenn es offensichtlich noch länger dauert, als wir alle erwartet haben, was uns ja heute im Input-Vortrag auch dargelegt wurde. Ich hoffe, dass alle was aus, für ihre Arbeitsfelder mitnehmen können von heute schon und vielleicht auch was weiterentwickeln schon. Wenn Sie Eltern haben oder Jugendliche, die Thema, die Beratung zu dem Thema benötigen, wenden Sie sich gerne an unsere Präventionspraxis. Wenn es Jugendfreizeiteinrichtungen gibt, wenden Sie sich gerne an unser Kletterprojekt Höhenrausch. Ich glaube, auch da die Kontaktinformationen wurden schon in den Chat gestellt. Die heutigen Ergebnisse und Erkenntnisse werden wir selbstverständlich im Nachgang veröffentlichen auf unserer Webseite. Wir werden in Abstimmung mit den Referentinnen und Referenten auch die Aufnahmen auf der Website veröffentlichen, wenn wir das dann gestattet bekommen. Und falls Sie weitere Anliegen oder Ideen oder Austauschbedürfnisse haben, kommen Sie wie immer gerne auf uns zu, auf den verschiedenen Kanälen, Telefon, Internet, E-Mail, auch unsere Chatfunktion ist immer noch offen. Und ja, wir freuen uns weiterhin über einen Austausch und ja, vielleicht auch, wenn Sie uns mitteilen, ob Sie schon erste Informationen von heute verwenden konnten. Ansonsten verbleibt mir nur noch, mich nochmal bei allen Akteurinnen und Akteuren ganz herzlich zu bedanken, auch bei den ganzen Workshop-Leitungen. Ja, kommen Sie gut nach Hause, wenn Sie nicht im Homeoffice sitzen. Ich wünsche Ihnen einen ganz angenehmen restlichen Tag und auf Wiedersehen.